Dass ihr wieder eingeschaltet habt hier auf meinem Kanal und heute präsentiere ich euch die zusammen besten Candlestick-Formationen, die ich kenne. Diese beiden Candlestick-Formationen sind bei allen 103 bekannten Candlestick-Formationen diejenigen, die zusammen die allerhöchste Trefferquote haben. Auf der Long-Seite mit dem Morningstar haben wir eine 78%ige Trefferquote und auf der Short-Seite eine 72%ige Trefferquote. Das heißt, sowohl im Long wie auch im Short funktioniert diese Candlestick-Formation extrem gut. Wie die genau ist, und zwei Beispiele zeige ich euch auch gleich, das werdet ihr gleich sehen. Spannend fand ich nur, in den letzten Tagen haben wir beide Formationen gesehen oder können wir beide Formationen sehen. Einmal den Morningstar, symbolisiert durch die aufgehende Sonne, aber auch den Eveningstar, hier symbolisiert durch den Mond. Und was macht diese Candlestick-Formation besonders? Wie sieht sie genau aus? Wie gesagt, besonders macht sie, dass die Trefferquote sowohl auf der Long-Seite wie auch auf der Short-Seite so hoch ist. Und wie sieht diese Candlestick-Formation aus? Wie ist der Morningstar definiert? Ganz einfach, ihr habt einen Abwärtstrend, also ihr habt fallende Kurse. Dann habt ihr hier die erste Kerze im Morningstar, die natürlich auch negativ sein muss. Also hier den Trend quasi nochmal bestärkt. Dann habt ihr einen Gap nach unten und ihr seht, dass die Kurse haben hier tiefer eröffnet. Der Tag selber ist zwar im Plus geschlossen. Das ist auch völlig egal, ob diese zweite Kerze hier rot oder grün ist. Also steigende Kurse hat oder fallende Kurse, spielt hier keine Rolle. Wichtig ist nur, dass die dritte Kerze im Morningstar deutlich nach oben Momentum macht mit einem Aufwärtsgap, mit einem Kerzenkörper, der auf jeden Fall grün und positiv sein muss, am besten eben richtig durchzieht, so wie das hier der Fall war. Und dann habt ihr hier diese drei Kerzen und der Morningstar ist dann komplett, wenn ihr die vierte Kerze habt, die tatsächlich hier den Höchststand der dritten Kerze nochmal überschreitet. Also hier mit dieser Kerze, die am besten auch nochmal einen Abwärtsgap hat, so wie das hier mit der Kerze der Fall war, habt ihr diese drei Kerzen bestätigt. Ihr habt eben hier entsprechend den Morningstar und damit könnt ihr die Formation handeln. Ihr könnt also auf diese 78% Trefferquote kommen. Wie definiert ihr das? Das Stop-Loss liegt hier unten beim Tief der zweiten Kerze aus der Formation. Dann könnt ihr hier den sogenannten Measured Move machen. Ihr könnt also gucken, wie weit vom Tief diese beiden Kerzen, die positiv waren, also diese beiden Reversal-Kerzen nach oben gegangen sind. Hier waren das 2,3% und diese Bewegung könnt ihr dann nach oben projizieren auf den Ausbruch. Könnt es also hier hinlegen und ihr seht genau, das hätte hier perfekt im S&P 500 funktioniert. Also der Morningstar, hier unten wäre das Stop-Loss, aber hier hat der Morningstar das Take-Profit entsprechend bekommen. Ein R, also eine Risikoeinheit in dieser Spanne hättet ihr gewonnen. Hier unten war euer Risiko und hier hat der Morningstar sehr, sehr gut funktioniert. Die Sonne ist also aufgegangen und ihr konntet einen schönen Long-Trade über diese Formation tatsächlich im Chart machen. Und bitte nicht falsch verstehen, ich würde nie aufgrund solcher Formationen den S&P handeln, niemals ausschließlich, obwohl die Trefferquote hier auf Aktien gemessen von Thomas Bulkowski natürlich schon sehr sexy ist, aber ich würde es immer nur in Kombination in meinen Investmentprozess machen. Also mein Trader würde sich das angucken, wenn ich eh long sein möchte, dann würde ich sowas handeln, oder wenn ich wie aktuell eher short sein möchte, dann würde ich das Signal auf der Short-Seite auch traden. Wie sieht es jetzt auf der Short-Seite aktuell aus? Da haben wir den Eveningstar. Der Eveningstar ist dadurch definiert, dass wir einen Aufwärtstrend haben. Der ist hier in den letzten Tagen im S&P gegeben. Wir haben also steigende Kurse. Dann beginnt die Formation hier mit der ersten Kerze. Die muss grün und positiv sein. Das war sie. Hier ist die Öffnung. Hier ist das Close. Die zweite Kerze muss ein leichtes Aufwärtsgap haben. Das ist auch hier erfüllt. Wir haben hier sogar ein relativ starkes Aufwärtsgap. Das heißt, die Kurse haben hier deutlich über diesem Kerzenkörper eröffnet, sind also deutlich nach oben geschossen, konnten den Tag allerdings nicht im positiven Bereich beenden. Das heißt, die Kerze ist hier rot, ist gefallen. Wie gesagt, ob diese Kerze hier rot oder grün ist, spielt soweit keine große Rolle. Wichtig ist nur, dass wir einen Aufwärtsgap hatten und dass dieser Kerzenkörper über diesem Kerzenkörper ist. Und durch die dritte Kerze wird die Formation dann quasi bestätigt. Hier haben wir tatsächlich dann einen Gap down gehabt, also wir haben hier ein leichtes Gap nach unten gehabt, das seht ihr, zwar nur minimal, aber der S&P hat tiefer aufgemacht, ist dann über den Tag noch gefallen. Das war entsprechend am Mittwoch mit der Fed-Sitzung, die mich natürlich auch fundamental negativ stimmt. Und wann ist diese Candlestick-Formation jetzt bestätigt? Wenn eben hier tatsächlich das Tief vom S&P durchschritten wird, wenn wir also hier ein tieferes Tief sehen, wenn wir hier also fallende Kurse weitersehen, wäre hier der Eveningstar auch bestätigt und ihr könntet hier den Trade aufmachen. Könntet also hier euer Stop-Loss über dem Hoch setzen, was die zweite Kerzen euch bestätigt hat, also entsprechend hier über dem Hoch. Und dann könntet ihr auch hier wieder einen Measured Move machen, könntet also hier die Bewegung nehmen, könntet die einmal entsprechend nach unten projizieren und hättet euer Kursziel
mit einer Trefferquote von entsprechend hier 72%. Ich finde diese Formation ganz spannend, sich die mal anzuschauen. Würde hier im S&P-Bereich entsprechend von 2771 oder 70 und ein paar zerquetschte, wäre also hier eher ein kurzfristiger Trade. Aber ich finde das spannend, mir das anzusehen. Und wenn wir tatsächlich hier den Bruch nach unten sehen, dann können wir da auch davon ausgehen, dass die Kurse weiterfallen. Zumindest nach der Statistik haben wir dann eine 72%ige Wahrscheinlichkeit, dass es weiter nach unten geht. Das ist, denke ich, ganz gut. Das kann man nutzen, wenn man eh short sein möchte. Wichtig ist nur, dass ihr eben hier den Bruch der Marke von 2812 abwartet, also das Kerzentief vom Mittwoch. Und dann habt ihr eben das Signal, dass hier die Märkte auch weiter fallen können und dieser Measured Move erfüllt ist. Deswegen diese beiden Formationen durchaus spannend. Von den 103 mir bekannten Formationen ist der Morningstar mit 78% Trefferquote sehr positiv dabei und auch die Eveningstar mit 72% sehr interessant. Man sieht diese Formation sehr selten, weil eben diese Gaps hier notwendig sind, um das Reversal tatsächlich einzuleiten. Aber wenn man sie sieht, dann können sie einem eben ein gutes Potenzial geben, dann können sie einem eben eine gute Chance zeigen. Deswegen schaut euch das mal an, guckt hier auf die 2812 im S&P. Wenn die Marke durchbrochen ist, werde ich entsprechend auch short gehen, werde das in meiner Ausbildungsgruppe auch nochmal kommunizieren, werde also meine bestehende Short-Position weiter ausbauen. Und wenn ihr mögt, dann könnt ihr euch eben solche Formationen auch mal angucken. Ihr könnt eben den Morningstar für euer taktisches Timing nutzen oder den Eveningstar genauso und dadurch vielleicht eure eigene Trefferquote und euer eigenes Trading verbessern. Und wie immer, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr mögt, dass ich mehr Videos mache, gebt mir den Daumen nach oben. Das ist für YouTube immer ganz entscheidend, um mehr Abonnenten zu bekommen, um mehr Klick zu bekommen, um auch mehr Reichweite aufzubauen. Zeigt mir eben auch, das, was ich hier mache, völlig kostenlos für euch, macht Sinn, das hilft euch weiter. Wie gesagt, ich habe über 20 Jahre Erfahrung an der Börse. Ich habe mir diese Dinge schwer erarbeitet. Ich gucke auf all das, was ich euch vorstelle, natürlich selber. Ich setze mein eigenes Geld danach. Als Privatier habe ich es ja geschafft, durch die Börse finanziell unabhängig und frei zu sein. Habe institutionelles Geschäft über 10 Jahre gesehen. Möchte das Wissen eben weitergeben, weil ich möchte, dass ihr euch über Kapitalmarkt und Börse bildet. Weil nur dann könnt ihr auch ein Vermögen bilden. Deswegen gebt mir gerne die Bestätigung, dass es funktioniert. Teilt die Inhalte, gebt mir den Daumen nach oben. Und umso mehr Leute hier abonnieren, in die Community kommen, umso mehr kann ich da entsprechend auch an Content liefern und umso mehr freut es mich eben auch, wenn ich mir hier die Zeit nehme in meiner Freizeit, um euch dieses Wissen weiterzugeben, weil das ist für mich bares Geld wert, wenn ihr solche Vorteile nutzt, wenn ihr die strukturell anwendet, wenn ihr psychologisch auch in der Lage seid, das für euer Trading umzusetzen mit eurem richtigen Investmentprozess. Dann gehört ihr eben zu den Gewinnern an der Börse, dann könnt ihr langfristig Kapital aufbauen. Wichtig ist nur, dass ihr einen Prozess habt, das bilde ich aus entsprechend in meiner Intensivausbildung Portfolio Management, die am 6. Juni auch wieder anfängt, wo ich mich freuen würde, wenn ich den einen oder anderen da auch nochmal begrüßen kann, wo es noch um ganz andere Inhalte geht, wo es noch viel mehr ins Detail geht und wo ihr noch mehr erfahrt, wie ich früher als Fondsmanager gearbeitet habe und wie ihr entsprechend euer Geld auch gut anlegt. Deswegen freue ich mich auf den Daumen nach oben, kommentiert das Video gerne und wünsche euch damit einen schönen Tag, ein schönes Wochenende und einen guten Start in die nächste Woche hier aus Frankfurt, euer André.